Hey, wir sind wieder zurück mit der Historic Challenge. Wir springen gleich rein. Wir sind 4 und 1. Wir spielen immer noch das Nexus-Deck. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Wir brauchen noch einen Match-Win. Also wir brauchen 5 Match-Wins, um die besagten Schutzhüllen zu bekommen. Und mit 5 Match-Wins kriegen wir auch endlich, kriegen wir auch zumindest einen Teil des Goldes erstattet, den wir bezahlt haben, um hier reinzukommen. Nämlich erstmal 6.000. Das wäre schon nice. Wir haben einen Typen, der hat Ral. Was sind denn das immer für Hände? Okay, nee, die können wir nicht behalten. Die hat nur ein Land. Ja gut, aber besser als das, was wir vorhin hatten. Wir sind on the draw. Wir haben Optionen, um nach Land zu suchen. Er spielt wieder irgendein Stompy oder was. Wir spielen den Tempel. Schlinge ist zwar gut, aber wir müssen Länder finden. Wir müssen unbedingt Länder finden in dem Matchup. Oder nicht in dem Matchup, sondern in dem Spiel. Spielen die. Und Ben ist mal. Was er macht, wir können seinen Jude bouncen. Das ist kein Problem. Das Questentier. Wisst ihr, Leute, irgendwann macht es auch keinen Spaß, ne? Ja, wir fressen einfach 9. Wir benutzen lieber erstmal unsere Draw-Sachen. Gucken, ob wir denn noch irgendwas Sinnvolles finden. So, hier ist nochmal Optionen. Ja, Wurzelschlinge braucht man halt schon, ne? Kein weiteres Land. Mein Glück, ne? Mein Glück, Leute. Er greift die nächste Runde an für 10. Mein Glück, Leute. Wie macht man das? Wenn wir jetzt Wurzelschlinge spielen, nächste Runde ein Land ziehen, haben wir immer noch nicht irgendwas, was wir machen können. Ne? Ich würde sagen, wir spielen einfach. Narset geht halt. Nein! Och, Spiel. Narset geht halt sowieso drauf. Ach, auch nicht gerade das, was wir wollten. Das heißt, wir gucken einfach mal. Wir hoffen, dass er nicht noch ein Questtier spielt. Wir hoffen nur, dass wir noch eine Runde überleben und vielleicht ein bisschen was stallen können. Was ist das denn bitte? Achso, ne, er legt jetzt einfach einen Counter und wir sind trotzdem tot. Ja, ich. Okay, das ist Mono Green. Und das sah zumindest. Auf jeden Fall war das irgendwie schneller als das, was wir letztens von dem Elfenspieler hatten. Und mal gucken, was wir gegen Mono Green machen. Ich glaube aber tatsächlich mal wieder gar nicht so viel, ne? Wenn denn der Running Gag, der jede vollkommen unser Sideboard mal lädt. Aetherböe, natürlich eine Option. Frage ist halt immer, was machen wir raus? Ich denke, wir machen mal Nissa raus. Wir machen die rein zum Blocken. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Und dann vielleicht noch Aetherböe? Narset ist nicht allzu genial gegen das Deck, das gebe ich gerne zu. Vielleicht auch nicht 4 Aetherböe, machen wir mal 3. Einen Langfinger könnten wir brauchen als Win Condition, das wäre schon nice. Einfach drüber fliegen. Dann machen wir den mal raus. Und ja, gehen wir mal 2-2. Oder haben wir irgendwas? Lieber nochmal nachgucken. Planeswalker sind halt ziemlich schlecht gegen das Questentier. Aber wir brauchen irgendwas, um uns Dingenskirchens Nexus zu finden. Und ich glaube, der Dude wird jetzt auch
Dingens Removal reinbringe. Er hat Ascanta gesehen, ob es reicht, um Removal für ihn reinzubringen. Obwohl er hat auch die andere Karte gesehen, also die. Was ist denn das schon wieder? Was ist denn das schon? Alter, was haben wir denn für Hände? Können wir nicht behalten, One-Lander. Die ist okay. Wir müssen eine weglegen. Ist nicht so tragisch. Aber das war schon wieder, ne? Wir können nicht mal gute 5, 7 Kartenhände ziehen. Hinterlandhafen, behalten wir den? Oder, na, legen den mal weg. Wir haben noch genug Zeug, mit dem wir wahrscheinlich Land finden, also. Lanoa Elfen, ja, hat er mal wieder. Wir lassen aber erstmal noch Mana offen. Jawohl. Für das Tempo-Play. Okay, er legt den oben drauf. Nexus. Mach mal die Zone und hauen das raus. Jetzt wird er wieder Jorvo raushauen oder Questentier. Dass er natürlich auch schon wieder ready auf seiner Hand hat. Ne, okay, Jorvo. Ah, und nochmal Elfen. Okay. So, unser Zug. Optionen. Wir müssen irgendwas anderes finden. Was kann da? Oh Gott. Hätte ich ja lieber Optionen gehabt, ehrlich gesagt. Spielen den Tümpel. Machen nichts mit dem Tümpel. Mache der Wachstumskammer, okay. Kann jetzt angreifen für 8. Damit gehen wir runter auf 12. Können eine Wachstumsspirale spielen. Hoffen, dass wir irgendwas Geniales kriegen. Ja, das sieht nicht gut aus. Will ich gar nicht euch Märchen erzählen. Sieht nicht gut aus. Absolut gar nicht gut. Nee, ich glaube, das ist unser zweiter Match-Us. Das Deck hat auf jeden Fall um einiges besser gegen uns funktioniert. Ach du Scheiße. Funktioniert erst das Elfendeck. Wir hätten noch Chemister spielen können, aber mit einem Mana hätten wir eh nichts Sinnvolles benutzen können. Keine Wurzelschlinge und so. Ja, die hätten wir mal gebraucht in dem Spiel, aber nee, hat man nicht. Wir hatten eine ziemlich dumme One-Liner-Hand, die wir weggegeben haben für eine. Auch nicht so genial, Enzo, aber wir machen gleich weiter. Jetzt ist Do or Die. Das heißt, ich würde gerne das nächste Match noch gewinnen. Damit wir die bessere Belohnung kriegen. Ach, das sind wieder so Hände, ne? Mit doppelten Nexus, die will man eigentlich nicht. Aber ich behalte die, weil wir Ascanta und Wachstumsspirale und Wurzel haben, falls er wieder irgendein Kreaturen. Deck spielt. Und er geht zumindest mal runter auf 6. Okay, das ist dieses, das. Na, das Monoblue-Tempo-Deck? Ernsthaft? Ja, das ist es. Das war auch gut im Standard damals. Habe ich auch gespielt. Hätte ich jetzt irgendwie nicht mit rechnet, ehrlich gesagt. Aber das ist wenigstens nicht ganz so schnell. Hat er einen Counter? Ach, ja, okay, an die Karte habe ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Aber wir haben ordentlich Sideboard-Karten dagegen. Zum Beispiel hier Dispute. Kann dagegen endlich mal reinkommen. Option. Nochmal Option. Eigentlich. Na, obwohl, nee. Wir warten erst. Wir gucken erstmal, was er macht. Wenn er Wachstumsspirale countert, soll er Wachstumsspirale countern. Das bringt ihm letztendlich nicht viel. Er greift wieder an. Nochmal den Sturmbändiger. Ist ja nicht so, als hätten wir viele Sachen, die targeten. Wachstumsspirale, wir spielen den Durchgang. Und können den auch gleich noch benutzen. Er hat die Wachstumsspirale nicht gecountert, deswegen hat er jetzt Counter-Mana offen gelassen für Renaturierung, nämlich wahrscheinlich. Nee, hat er nicht. Also hat er wahrscheinlich keinen Counter. Er hat einen Bounce-Spell, klasse. Ja, das sieht auch schon wieder nicht so gut aus für uns. Das Deck ist halt auch relativ gut gegen unseres, würde ich sagen. Werden wir da jetzt countern, oder auch nicht. Und dann spielt er nämlich einfach seine Fee und greift an für... oder er spielt halt den. Auf jeden Fall greift er jetzt an für 5. Wenn man die Wurzelschwinge, wird er wahrscheinlich... Potenziell würde er die... Nee, er lässt sie einfach. Will lieber Action countern, was ich nachvollziehen kann. Nein! Och, Spiel, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht Tamiya spielen. Was machen wir denn jetzt mit Tamiya? Wir haben Nexus, wir müssen ihn nach Nexus suchen. Wir holen Wurzelschlinge zurück, würde ich sagen. Guck mal an, noch ein Nexus. Ja, nee, erstmal nicht. Renaturierung. Damit könnten wir zumindest nochmal einen Counter rausbaiten. Okay, er geht wieder volle Wumme auf uns. Nee. Doch. Wurzelschwinge. Okay. Kommt durch. Nochmal Schlinge. Wir haben 5. Also insgesamt 10 Mana. Wir haben insgesamt 10 Mana, das heißt, wir haben 3 mehr als ein Nexus kostet. Ach, was könnten wir denn suchen mit Tamiya? Wir haben schon genug Nexus. Narset wäre nicht schlecht, ne? Wir suchen einfach nach Nexus, einfach um nicht so viel zu verraten. Vielleicht bluffen wir ihm ja irgendwas, ne? Wir schalten mal die Controller an. Und gucken wir mal, ob wir den Nexus durchkriegen.
Okay, er zieht. Er hat er keinen Counterspell? Okay, inzwischen setze ich ihn auf. Er hat keinen. Okay, Hauptphase. Wir haben Ascanta gekriegt. Das ist nice. Wir suchen wieder nach Nexus. Oh, gleich doppelt. Das ist cool. Wir machen wieder Kontrolle an. Er kann jetzt natürlich mit seinem Sailor hier irgendwas nachgezogen haben oder was weiß ich. Aber ich glaube, es sieht nicht so aus, als hätte er einen Counter. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice für uns. Friedhof. Können wir nämlich gleich schon Ascanta transformieren. Noch ein Nexus. Holy crap. Das heißt, wir können eigentlich nach was anderem suchen mit Tamio oder mit Tamio was zurückholen. Was haben wir denn? Wartet, wir haben es ausgetappt. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt den Langfinger, aber wir holen trotzdem mal was. Ascanta, könnten wir noch eine Wurzelschlinge in Land? Ja, auch eine Option. Aber ich denke, wir holen den Langfinger zurück. Reicht das? Zack. Wie viel Mana haben wir denn, um Ascanta zu aktivieren? Das wären... ja, es sollte genug sein. Wir aktivieren Ascanta. Und ein Alchemister. Und den Trigger wieder. Holen uns das Mana. Und den Nexus ran. Ziehen. Noch eine Wurzelschlinge. Inzwischen hätte ich wirklich gerne noch ein Land einfach nur. Ich meine, wir haben beide unsere Wind Conditions in der Hand. Also, nach denen müssen wir nicht suchen. Wir machen wieder Ascanta. Kriegen Optionen. Nexus. Aber wir können damit zumindest immer noch unser Deck größtenteils umdrehen in Friedhof, sodass wir mehr Platz für Nexus haben. Oder quasi weniger Karten, die uns an Nexus... Wir lassen den mal on top. Wir werfen ab. Eine Wurzelschlinge. Einmal Chemister. Ne, wirf eine ab, also einmal Wurzelschlinge. So, Ziehsegment. Zack, Hauptphase. Hinterlandhafen, spielen Nexus. Zack, suchen wieder nach Nexus. Finden keinen Nexus. Aber das ist ja noch kein Problem. Denn schließlich haben wir ja noch hier Ascanta. Finden damit vielleicht einen Nexus. Kein Nexus, aber Narset. Narset auch nicht verkehrt. Wir benutzen unser Mana, um den Langfinger rauszuhauen. Das war dann. Okay, das kann er countern. Also, er hat einen Counter, der nur auf Kreaturen geht, oder was? Essenzfang, ja. Das dachte ich mir, ist kein Problem. Wir haben ja schließlich immer noch Nissa. Okay, das ist ein Land, das ist gut. Jetzt hätte ich gerne einen Nexus. Wir haben nicht mehr allzu viele Karten im Deck. Doppel-Nexus, das ist fein. Wir hauen aber erstmal Nissa raus. So, animieren den Tümpel. Greifen mit dem Tümpel an. Ja. Du spielen Narset, weil was können. Spielen Nexus.
Ja, ich denke, das erste Spiel sollte man in der Tasche haben. Hätte ich nicht gedacht. Aber er hatte halt keine Counter. Das hätte uns halt gefickt, hätte er Counter. Mehr Counter gehabt, als die er letztendlich hatte. So, alle greifen an. Okay, er hat's gesehen. Zieht es nicht länger raus. So, diesmal haben wir mystischen Disput und Kram, den wir reinbringen können. Und auch den Triceratops, ne? Als Wind Condition. Nicht so schlecht, wenn wir denn jetzt mal, ne, zu unserem Sideboard kommen. Ja. Ich würde sagen, da machen wir zwei rein. Langfinger dafür raus. Die auch nicht unbedingt so cool. Und mystischer Disput. Würde ich eigentlich gerne das ganze Set mal reinmachen. Raus dafür eine Ascanta. Von mir aus auch mal eine davon. Tamio Narset will ich auf jeden Fall noch behalten. Gegen das Deck. Und die Cantrips sind eigentlich wichtig. Die will ich eigentlich nicht rausnehmen. Was nehmen wir noch? Zwei Karten müssen noch raus. Wir haben jetzt ja den Dino, eigentlich brauchen wir da Nissa nicht. Nissa ist aber halt allround eigentlich immer eine gute Win Condition. Aber er hat halt auch Sachen, um die zu countern. Wir versuchen es halt mal so. Wir sind ein Game up. Wir werden ja sehen, wie er gesideboardet hat. Und sagen wir mal. Ja, lass mal nur drei davon. Okay, gucken wir mal, wie das ausgeht, ob es einen Impact hat, ob wir die überhaupt ziehen, ist auch immer so eine Sache, ob man die überhaupt ziehen, die Karten, die wir reingebracht haben. Ach du Scheiße. Das ist das. Nee, können wir nicht. Ach Gott. Nope, wir müssen noch weiter runtergehen. Ja, die ist auch nicht gut, aber ne, es bleibt uns anderes übrig. Unser Gegner ist auch auf 5 runtergegangen, also. Problem ist, seine 5 können relativ gut sein. Nämlich Insel, ein Mana Viech und hier die Verzauberung von vorhin drauf und er ist halt total in Business und wir dümpeln rum mit unseren Tab-Ländern. Ja, guck, da ist er schon, der Seemann. Wenn er jetzt noch die Verzauberung hat oder irgendwas, hat er nämlich auch. Super. Sogar mehrere. Super, das freut mich ja so für dich, mein Gegner. Das freut mich so. Und ich habe ja richtig geniale Sachen. Er zieht halt zwei Runden. Ne, genau das meinte ich. Wisst ihr was? Ne, komm. Einfach aus Gag. Bin salzig. Ja, guck mal, der hat nämlich auch die reingebracht gegen unser Deck, wenn er sie nicht schon von Anfang an drin hatte. Ne, so kann es laufen gegen das Deck vom Gegner. Zu schlingen, okay. Den bräuchte man halt auf dem Feld. Nicht, dass es reichen würde, wahrscheinlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Ceratops noch reicht, aber ich glaube nicht, dass der noch reicht. Wir können dem Reichweite geben, halt nächste Runde, aber der haut halt einfach sonst was raus, ne? Nexus, nicht das, was wir jetzt brauchen. Der hat Reichweite, Eile, Trampelschaden. Nee. Ich dachte, er hat vielleicht auch Wachsamkeit. Hat halt noch mehr Kreaturen. Und noch eine.
Er hat so viel nachgekriegt, mit, weil er eine Karte hatte. Das ist halt disgusting. Okay. Das sind. Ja, das überlebt man so, wenn er jetzt nicht irgendwie was spielt. Und fällt jetzt seine. Fallen jetzt seine Dinger ab? Nicht mit mindestens einer Kreatur, nee, also fallen nicht ab. Ich kann Chemist spielen, in der Hoffnung, dass es durchkommt. Tut's aber nicht. Weil das ein ganz lieber ist. Ich könnte jetzt gucken, ob wir Renaturierung rauskriegen. Sind dann aber tot, wenn er noch einen Counter hat. Ja, ich versuch's einfach. No risk, no fun, ne? Na, ein Counter. Ja, okay. Das Konzil mal gleich. Haben wir noch ein bisschen mehr Zeit für das nächste Spiel. Das war jetzt halt auch nicht so genial, das Spiel, ne? Der wird wieder anfangen. Glaube ich, ne? Kommt denn jetzt das Sideboard? Danke. Will ich doch noch irgendwas wieder ändern? Er hat auf jeden Fall unseren Sideboard-Plan hat er gesehen. Obwohl, ich lasse es mal so. Wir hatten halt ordentlich Pech, dass er doch dann die 5-Karten-Hand von ihm ziemlich gut war. Ich würde gerne erst spielen. Ich zuerst. Guck, wir können. Wir haben jetzt sogar Disput auf der Starthand und können sie gleich casten, wenn er irgendwas deployt. Das ist gut. Aber hat er nicht. Deswegen können wir jetzt auch noch in den Wald spielen. Und das sieht jetzt schon besser. Oh, er hat was. Okay, dann halt. Dann hat den. Aber er wird noch mehr haben, das ist gar keine Frage. Aber wir haben noch einen Disput nachgezogen, ne? Tempel, nee, wir haben eigentlich genug Länder, um alles zu spielen, was wir haben. Er wird wieder in unseres Zuges. Nee. Zumindest keine Flash-Kreatur. Disput. Er wird drum kämpfen mit seinem eigenen Counterspell, würde ich mal annehmen. Auf jeden Fall kriegen wir so seine Hand leer. Und bisher hat er noch nicht wirklich irgendwas Gefährliches gespielt. Ja. Das ist jetzt so der Plan. Das ist natürlich wiederum genial, dass er die hat. C'est génial, würde der Franzose sagen. Absolut génial. So. Chemist da. Okay, er hat überlegt. Ich habe es genau gesehen. Ich spiele Tamio. Oder versuchen Tamio zu spielen. Spoot, ja. Habe ich mitgerechnet. Wir haben aber nochmal Tamio. Kommt nicht durch so einfach, ich merke schon. Ja, wir müssen mal halt gucken, ob wir es schaffen, ihnen seine Ressourcen aufzubrauchen, was bisher nicht so genial aussieht, ehrlich gesagt. Aber im Moment sehe ich da nicht wirklich was anderes, was wir machen können. Na. Land nicht unbedingt das, was wir brauchen. Nexus. Kann man mit im Moment auch nichts damit anfangen.
Er greift jetzt an für 3, zieht wieder. Wir werden Chemister spielen und dann Wachstumsspirale wahrscheinlich. Countert er? Das ist ja so ein Arsch. Ja, es ist ein Arsch. Das auch noch. Er hat auf jeden Fall noch einen Counter. Deswegen, wenn wir jetzt versuchen, Nexus zu spielen, laufen wir direkt rein, ne? Irgendwann hat er doch keine mehr, ne? Der hat jetzt schon 5 gespielt. 5. Der hat noch mal die. Ist. Ich sage einfach mal, es ist kein gutes Matchup. Okay, das ist natürlich jetzt ziemlich gut, dass wir den kriegen. Damit können wir halt seinen Dude all day blocken. Der kann den auch nicht removen. Also ich vermute, dass er das nicht kann. Ich weiß ja nicht, ob er nicht irgendwas reingebordet hat, um damit. Okay, er geht wide, das ist seine Antwort. Und es wird wahrscheinlich auch funktionieren. Okay, er greift nicht mit seinem komischen Kollegen da an. Den hält er zurück. Den zweiten Ceratops, der wäre auf jeden Fall ziemlich gut, wenn wir den noch bekommen würden. Die Wachstumsspirale? Irgendwas ist, wird da countern. Wenn unser Chemist da countert, dann. Ja. Dann halt Optionen. Schlinge. Trotzdem gekriegt. Okay. Keine Angriffe. Das kostet 5 plus das Land an sich, ne? Nee. Doch, wir haben genug. Ah. Okay. Reichweite. Was? What? Warum konnten wir nicht blocken? Das ist ja jetzt Schikane hier. What? Ach, klasse. Das heißt, wir kriegen nicht den. Wow, super. Die sind ja alle toll. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich wirklich mad. Ich habe auch keinen Bock, jetzt nochmal 5 Stunden hier in dem Kack zu sitzen. Jetzt bin ich mad. Ich glaube, ich muss wohl den Dings geskippt haben, aber ich war doch im Blockstep, also Declare Blockers. Komisch. Ach, Arena. Liste, warum? Es könnte auch so eine Abfrage geben, von wegen, willst du wirklich nicht blocken? Du wärst tot dann. Oder so. So ein Fail-Safe, aber nee. Nee, gibt's nicht. Ne. Ich bin jetzt mad. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd.
Oder besser gesagt, nicht nur ein bisschen. Naja. Mit diesem eher antiklimaktischen Ende verabschiede ich mich erstmal von euch. Das war die historische Herausforderung. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.